Deine kleine Maus. Ich werde sie später auf dieser Scheißkerze verbrennen. Ey, die ist die beste. Mit links soll ich so eine Missgeburt. Was ist das, Leute? Was ist das? Habt ihr jemals in deinem Leben so eine Missgeburtenmaus gesehen? Das ist schon dein Ellbogen. Ich kann nicht mehr. Ich schon dir gleich mal was an. Syndrom wirkt das. Beugt das vor. So, meine lieben Freunde. Rechts sitzt mein lieber Bruder Mason. Auf der anderen Seite sitzt John. Und mein Name ist Megan. Und wir sind zusammen die Ravenners. Und ein paar Leute haben es mir schon bereits vorgeschlagen. Wir werden heute auf die liebe Mädchengruppe G-Idol, oder eigentlich heißen die Idol, aber ich sage immer G, weil, ja, das steht dabei, aber wird nicht mit ausgesprochen. Warum steht es dann dabei? Ja, da kannst du ganz französische Sprache wegschmeißen. Gott. Frankreich ist auch so. Tausende Buchstaben nicht. Weil G steht für Girl, aber... Nein, es geht doch nicht um die Aussprache, es geht einfach, dass es dabei steht. Jetzt sind halt G's, sind halt richtige OG's. Nein, auf, Georgia? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sagen die auf Koreanisch Idol. Das wird schon Sinn haben. Ja, bestimmt. Sind seit 2 Jahren, glaube ich, aktiv. Letztes Jahr haben die Debüt. Und ein starker Debütsong. Wirklich, der ging... Ist es der? Nein, das ist nicht der Debütsong. Den zeige ich dir euch auch. Ach, das ist ein neues Single? Ja, das ist die neueste Single. Sieht man, 1.11. MTV. Ja. Auf jeden Fall stark eingestiegen und immer noch sehr stark dabei. Und ich bin der Meinung, dass die auch in Zukunft sehr groß werden. Okay. Sind sehr präsent auf jeden Fall. Mhm. Das ist in der Show, wo auch Mamamoo gewonnen hat. Ah. Wo du auch eine Performance gesehen hast. Also hat Mamamoo G-Idol genockt. Ja, aber die waren auch die gut dabei. G-Idol. Hey. Hab ich schon gesagt? Du hast G-Idol gesagt. Okay, play. Das ist doch wie Tamam Tamam. Boah, Code Vibes. Das ist ein guter Vibe, aber. Die hat einen Pony, die hat psychische Störung. Oh. Das ist eine Stilarbeit. Ja, Mann. Ja, was ein schönes Bild. Ich mag die Outfits. Komm mal, stopp. Warte. Wieso haben die keine Hose an? Das sind Kleider. Achso. Dummkopf. Übrigens, die eine, die gesungen hat, die war im Label von Blackpink und die hätte fast mit denen Debüt. Ja. Ach du Scheiße. Nein, Betonung liegt doch fast. Ja. Diese ganze Training-Phase von Blackpink war hier zu lange. Schade, glaube ich. Die haben eine Training-Phase. Ey, du weißt nicht, wie lange das geht. Teilweise starten die schon mit 12 Jahren. Das sollte man mal einigen Deutschen vergeben. Teilweise 12 bis 14 Jahren und ja, dann trainieren die. Das ist schon die... Lebenseinstellung, K-Pop. Mhm. Ja. Das ist so Way of Life, ey. Ja, die leben das. Ja, halt die das machen, ja. Das ist so in der Kindheit. Das ist nicht so, du kommst so von der Arbeit und dann hast du ein Privatleben. Du hast es wie eine Ausbildung, Alter. Das ist dein Leben. Ja, das ist echt krass. Das ist nicht dein Leben. Sie fragen so, was willst du in Zukunft werden? Ich will bei G-Idol mitmachen. Ich will K-Pop machen. Okay, nein, hör auf. Okay, es geht weiter. Ich bin K-Pop. Die ist echt gut, die ist übertrieben gut. Die ist auch richtig krass, wirklich. Also, den wo er genannt hat. Die aber auch. Die ist wirklich voll krass, ey. Die hat nur echt heftige Stimme auch. Du hast auch nur eine Ausstrahlung. Auch Thailänder, die ist schon... Die ist Chinesin, ja. Na, ich weiß, auf jeden Fall chinasprachigen Land. Heftig. Oh, Gänsehaut. Die. Warte, komm, ganz kurz. Scheiße. Ganz kurz. Scheiße. Die heißt Mion. Scheiße? Warte mal, ganz kurz. Ich hatte auch ganz leichten Gänsehaut.
Angst im chinasprachigen Land. Hat die Wong Ho beleidigt? Nein. Gachi Ho hat sie gesagt. Die ist echt gut, Mann. Die Wong. Ist die Blonde? Ach, Scheiße. Die ist heftig, ja? Boah, die hat diesen Beat auseinandergenommen, ja, und alle anderen zur Seite gestellt, einfach. Das war wirklich der Modus, ey. Ja. Das war auch gut so. Part links, Part rechts, scheißegal, ich bin gerade da und jetzt rasier ich und bretter alles durch. Ja, Mann, ich würde die auch mitunter den besten Female Idol Rappern stellen, die in K-Pop aktiv sind. Safe. Meinst du, die ist generell K-Pop oder nur in diesem Label? K-Pop. Generell K-Pop. Ja, mitunter. Es gibt auch andere. Ja, ich würde aber wissen, würde ich echt machen. Okay, die ist heftig. Die kann, weil Statement, die Alter. Macht es wirklich mit Leidenschaft. Die macht Rap mit Leidenschaft. Ja, von Rap. Ja, nee, wirklich. Dann ist es kein K-Pop, sondern K-Rap. Das ist, K-Pop ist gefühlt immer Rap integriert. Okay. Boah, das hat das Style. Allein, wenn jemand atmet, hat das Style. Ausatmen. Ach, der Lion. Die stellt den Löwen da. Schön Hintergrund. Hast du gesehen? Boah, guck mal, wie schön. Die Treppen. Ja, Mann. I'm a queen like a lion. Ja, schön. Mann. Boah, geil. Boah, die waren echt. Gänsehaut. Ist die mit dem Pony? Nein, gell? Doch. Sehr viele haben da Pony. Nein, aber ich meine, die ist schwarzer Weg von Anfang. Nein. Das ist die nicht. Nein, die ist. Yes. Guck mal, die sitzen auf den. Sind es Männer gewesen? Das ist Frauen gewesen. Ah, das wäre ziemlich diskriminierend, ey. Ich bring jetzt den neuen Männernismus raus, ey. Das ist Feminismus in der Haus. Ich schwöre dir. So, also, Leute. Hey, die waren mega gut. Die waren wirklich sehr, sehr gut. Ja. Voll beeindruckend. Die Blonde hat abgerissen. Ja. Die hat wirklich alles zur Seite im Schatten gestellt. Jitsu. Nein, oh, ich hab den Namen vergessen. Sushi. Mit S. In Soyeon? Naxiru. Soyeon? Ja, Soyeon. Matsuko. Soyeon. Soyeon. Merkt ihr den Namen? Zeig mal her. Soyeon-Soße. Den Refrain will ich nochmal hervorheben. Der war auch böse. Der war wirklich geil. Die hat's wirklich geil gemacht, diese Schwarzhaarige. Ich muss auch sagen, wir hatten ja am Anfang... Vor allem dieser Part, wo es so high ging, die so geschrien hat teilweise. Oh ja, ja. Vor allem erstmal von diesem dunklen Tod-Vibe und diesem Schreien, so ich hol dich in die Hölle. So das ist wirklich diesen Löwen-Touch. Ja. Du wolltest was sagen. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, das wird hart cringe wegen dem Löwe, gell? Ja, das aber das haben die nicht cringe gemacht. Ja. Die haben es elegant gemacht. Diese Mädels-Groups allein, die schaffen das. Erwähne es nicht, ich zeig euch noch mehr. Leid. Tut mir leid, ich bin immer noch der Meinung. Zeigt mir eine Männergruppe, die wirklich... männlich ist. Nicht männlich. Doch, ohne nicht Kleine. Männlich. Doch, männlich. Ich schlag dich gleich wirklich. Was ist so aggressiv mit deinem Scheiß? So, Leute. Wir haben auf eine Line reagiert. Ich wusste, dass es denen irgendwie gefallen wird, weil die sind halt echt heftig gut. Ja. Das hat mich auch wirklich gefreut, dass so viele vorgeschlagen haben. Weil war heftig hast du schön betont, muss sein. Danke. Das ist gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch Instagram. Linken. Ja. Vielen Dank fürs Anschauen. Meine Schwester hat das Ende gemacht. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ade bedenken. Goodbye.